Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und genau genommen geht es heute um den zweiten Teil von dem AirTag, den ich umbaue bzw. im zweiten Gang einbaue. Und sicher habt ihr euch schon gefreut darüber und über das Video und ich mich auch. Deswegen geht es jetzt weiter. Ich habe nicht viel gemacht, außer habe ich den Motor sauber gemacht. Erstmal nur von außen. Ich denke mal, den mache ich auch noch von innen sauber. Ja, wenn dann schon richtig. Ihr denkt wahrscheinlich, warum nehme ich hier keinen Carstand, also hier den Reparaturständer, warum nehme ich den nicht? Weil der wackelt die ganze Zeit hin und her und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das geht mir echt auf den Sack. Und deswegen mache ich hier einfach ein paar Räder unter. Dadurch steht der Wagen echt super. Also das Chassis steht dadurch viel, viel fester als mit dem Carstand. So, ich würde sagen, wir fangen auch gleich damit an. So sieht's aus. Und ja, ich werde jetzt erstmal das Differential hier rausbauen. Na, das muss nämlich raus. Also ich werde mir wahrscheinlich, wie es aussieht, werde ich mir einen anderen Motor kaufen. Ja, werde ich mir wahrscheinlich kaufen, aber welchen weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht auch noch nicht, ob ich den hier überhaupt in den AirTag baue oder in den Rex. Ich weiß noch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, würde ich gut finden. Dadurch hat er natürlich gleich einen anderen Sound. Vor allen Dingen mit meinem dicken Reso. Es ist sowieso schon eine Soundveränderung. Mit dem hier. Mit dem fetten Force. Ja. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das schon auseinander baut, kann man auch gleich alles sauber machen. Wie ihr bemerkt habt, stehe ich auf Sauberkeit. Ja. Also ehrlich jetzt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Wagen hat, der jahrelang am Schrank steht und nicht sauber gemacht würde. Das habt ihr ja an dem Rex gesehen. Promo Edition Rex. Da habe ich mich echt schwarz geärgert, dass ich den damals einfach in den Schrank gestellt habe. So, ich habe es draußen, man kann es sehen. Und die Bremsscheiben müssen wir abmachen, weil die brauchen wir noch. Na? Weil da sind ja keine bei. Das brauchen wir nicht mehr. Schade, eigentlich. Ja. Hat ja auch Geld gekostet.
So, der nächste Schritt wird sein, jetzt das Differential, also das andere, das neue Differential, was hier reinkommt, das zusammenzubauen. Das ist genau das gleiche, oder nicht? Ja, das ist genau das gleiche. Allerdings ist das. Wahrscheinlich anders lackiert sein, beziehungsweise. Das ist Alu-Eloxiert und das ist wahrscheinlich lackiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Aber ich mache das alte wieder dran. Man könnte jetzt auch alle Teile hier abschrauben, bis auf die Chassisplatte, weil die zerkratzt sowieso. Und dann könnte man das neu lackieren. Also den Aufsatz hier für das Differential, den Servoarm hier, dann die Dämpferbrücken. Und die Radioplatte hier könnte man alles abbauen und alles lackieren. Habe ich in meinem Forum, hat das auch jemand gemacht. Ich nenne jetzt keinen Namen. Derjenige wird sich schon angesprochen fühlen. Ich finde, es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Allerdings ist gerade beim Offroad immer so, dass die Sachen schnell zerkratzen, weil viel Dreck reinkommt. Na, außer man fährt natürlich nur auf dem Rasen oder so. Aber das wird ja auf Dauer auch langweilig. Aber es sieht auf jeden Fall echt nice aus. Ja. So, dann bauen wir das erstmal zusammen. Also Leute, ich habe das Video jetzt geschnitten und das hat auch einen Grund, warum ich das gemacht habe. Nämlich, ich habe schon alles hier hingelegt und schön sortiert, so wie es sein muss, weil sonst kommt man nämlich echt durcheinander und das will ja keiner. Ne? Außerdem ist mir noch was aufgefallen und zwar, das hier ist ja die alte Kupplungsglocke, die habe ich schon mal runtergemacht. Und das ist die dabei war bei dem Set. Die kommt ja so wie nach Standard so drauf, weiß ja jeder. Aber die neue, die kommt so drauf. Jetzt ist nur die Frage, wie macht man die fest? Also ich weiß schon, wie man die festmacht, aber dazu kommen wir noch später. Ich möchte noch mal euch ein bisschen nachdenken lassen, wie ihr das machen würdet. Ist eigentlich ganz einfach, aber ich lasse euch noch ein bisschen zappeln und dann sage ich euch das. So, jetzt fangen wir an, das neue Zweigang-Differential zusammenzubauen. So wie ich das hier hingelegt habe, so soll es sein. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Ich habe mir natürlich hier nochmal die Anleitung daneben gelegt, damit ich genau weiß, wie es sein soll, wie man anfängt. Ja. So. Thank you.
werde ja bald wieder eine Karosserie lackieren. Und ich weiß noch nicht welche. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Aber wann ihr darüber abstimmen könnt, das sage ich nochmal. Beziehungsweise das werde ich dann in meinem Forum, werde ich das nochmal sagen. Und da werde ich dann eine Umfrage starten. Und zwar kommen zwei Autos in Frage, die ich lackieren möchte. Zwei Stück nur. Also erstmal. Und das ist einmal der Toyota Supra. Das ist auch ein schönes Auto. Und einmal ist das der Nissan GT-R. Den gibt es auch als Police Edition. Aber da möchte ich ihn nicht haben. Ich möchte ihn, wenn dann schon, aufgemotzt haben. Richtig aufgemotzt. Bei Sleeping Dogs, wer das Spiel kennt, also wenn man richtig viele Autos zur Verfügung hat, so wie ich habe. Ich habe das ja mal eine Zeit lang gespielt. Da habe ich alle Autos gehabt. Alle. Ich habe auch alle Anzüge gehabt. Auch so einen silbernen und so einen Kampfanzug als Polizist und als Ninja. Ich bin da echt Tag und Nacht am Spielen gewesen. Und wer will, kann mich anschreiben. Dann schicke ich mal mein Safe Game rüber. Würde ich machen, habe ich kein Problem mit. Auf jeden Fall, da kann man auch den Nissan GT-R kann man auch fahren. Allerdings sieht er ein bisschen anders aus, weil wahrscheinlich nicht die Rechte da und so bei dem Spiel durchgekommen sind. Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, dass er so ähnlich aussieht. Und ja, so ungefähr würde ich mir den auch vorstellen, wenn ich den lackiere. Beziehungsweise einen kleinen Rand, und der kommt so rein, kommt hier rauf. Ja, so sieht's aus. Das muss noch so. Ja, so sieht das schon mal gut aus. Aber das muss noch ein Stückchen weiter nach da rüber. Ja, so sieht es schon mal echt gut aus. Und jetzt hier. Dann die untere Lichtscheibe noch. Dann hier. Noch ein Kugellager. So, das ist schon mal gut. Langsam nimmt es Gestalt an und das freut mich. Ja, so könnte es gehen. So, wir schrauben erstmal das hier fest.
Also bevor ich die Seite hier festschraube, will ich noch mal kurz was machen. Und zwar will ich hier ein bisschen Fett reinmachen. Na? Dabo Fett. So, hier das hier. Das riecht komisch. Halt so viel Fett riecht. Ne? So, das reicht schon. Ein bisschen reicht schon. Ich glaube, dass ich das hier noch festmachen muss beim Imbusschlüssel. Ja, das muss noch festgemacht werden. Wenn der dann hier drauf ist. Ja, also man kann es schon sehen, ne, dass es funktioniert. Wenn ich nämlich hier dran drehe, achtet mal darauf, wenn ich hier dran drehe, ich halte hier fest. Ich kann hier drehen. Wenn ich dann in die Richtung drehe, drehen sich beide mit. Das ist schon mal gut. Drauf da das Ding, der Mitnehmer, Antriebswellenmitnehmer, um genau zu sein. So, das sieht schon mal gut aus. Das finde ich echt geil. Es funktioniert bis jetzt alles ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Wie ein Kreisel. Na, nein, kleiner Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. So Leute, also jetzt geht's weiter mit der Kupplungsglocke. Ne? Und zwar ist es so, dass die Schraube dann hier drinne sitzt. Ne? Ich zeige euch mal genau, wie das geht. Ja, ich glaube, die war das. Die Unterlegscheibe kommt hier raus. Die gibt dünne. Zweimal die, dann die Kupplungsglocke. So. So sieht das aus. Und damit die Schraube auch wunderbar, also nicht mehr rausgeht, habe ich gesehen, ist hier drinne ein ganz kleiner Abstand, kann man nicht sehen, aber der ist echt vielleicht ein Millimeter oder so. Und hier kommt noch ein ganz kleines Kugellager. Kommt jetzt hier oben drauf, beziehungsweise es wird hier reingesteckt. Guck, ob ich das so hinkriege. Genau. Ja, jetzt ist es unten.
Das sieht gut aus. So, und jetzt kommt die Schraube hier oben drauf. Ich bin mal gespannt, ob das hält. Ja, funktioniert. Finde ich gut. Hätte ich nicht gedacht. Na, bin ich ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll, wenn der Motor läuft. Oder muss der auch noch rein? Ah ne, das ist von der alten. Und das ist über. Wenn ihr fragt, was das ist. Ja, das ist über. Komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist so wie beim Schränke aufbauen. Meistens sind mehr Schrauben dabei, wie gebraucht werden. Ich möchte mal wissen, wie das funktioniert. Aber das werden wir sehen, wie der Motor läuft. Ja, also im zweiten Teil, beziehungsweise das war ja der zweite Teil, im dritten Teil werde ich dann komplett alles fertig machen und ich bin mal gespannt, also das gehört so rum. Ja, so rum gehört das. Ich bin mal gespannt, wie es danach am Ende alles funktionieren soll. Bin ich echt mal gespannt, weil bis jetzt kann ich es mir noch nicht genau vorstellen. Ich meine, ich habe ja ein Zweiganggetriebe, diesen Kiyosho FW05, ne? Den kennt ihr ja schon. Aber so selber eingebautes Zweiganggetriebe habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, deswegen ist das auch für mich was Neues. Aber ich finde es echt genial. Ne? Mal gucken, was er dann am Ende für Topspeed hat und so. Das ist für mich schon mal ganz wichtig. Ja, ich denke, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen grünen Daumen oder besucht mich auf Facebook, kommentiert das Video oder in meinem Forum unter www.rc-chris.com. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.